Die Armee des Propheten sallallahu alaihi wasallam war nicht vorbereitet. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte lediglich 313 Kämpfer, während die Ungläubigen 1300 Mann stark waren. Im Lager des Propheten befanden sich 2 Pferde. Bei den Ungläubigen waren es über 200. Die 313 Gefährten hatten 70 Kamele, während ihre Feinde über 1000 Kamele verfügten. Wo liegt hier das Gleichgewicht? Abu Bakr radiallahu anhu war der erste Gefährte, der den Propheten unterstützte, indem er sagte: O Gesandter Allahs, geh! Wir stehen hinter dir. Dann stand Umar ibn al-Khattab auf, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu unterstützen und ihm zu sagen: O Muhammad, geh! Wir stehen hinter dir. Sa'd ibn Mu'ad, der Anführer und Fürst der Ansar, jener Mann, bei dessen Tod der Gesandte Allahs sagte: Das ist ein Mann, bei dessen Tod der Thron Allahs bebte. Sa'd ibn Mu'ad stand auf und sagte: O Gesandter Allahs, O Gesandter Allahs, Allah hat dich mit der Wahrheit zu uns entsandt und wir gehorchten dir. Du hast uns befohlen und wir haben befolgt. Du hast uns verboten und wir haben unterlassen. O Gesandter Allahs, wir haben dir unseren Eid und unsere Treue geschworen, dass wir dir folgen werden ohne Rücksicht auf die Umstände. Und bei Allah, wenn du durch den Ozean gehst, werden wir dir folgen. Heute ist jener Tag gekommen, an dem Allah dir zeigen möchte, dass wir wahrhafte Männer sind, die ihr Wort halten. Und bei Allah, wir sind sehr geduldig im Kampf und sehr standhaft im Krieg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht zu, erhebt seine Hände. O Allah, den Sieg, den du mir versprochen hast. O Allah, den Sieg, den du mir versprochen hast.